das Baustellenmagazin. Ja, Leute. Ich habe ja im Ahrtal gesagt, dass ich jetzt wieder öfters für euch unterwegs bin. Und das habe ich jetzt auch so beibehalten. Ich habe jetzt bloß eine kurze Pause gemacht, nachdem ich wieder aus Köln zurück war. Und habe gedacht, ich fange jetzt mal an hier hinter mir mit dieser schönen Baustelle. Ich sage auch gleich, wo ich bin. Aber vorab möchte ich kurz erwähnen, dass mir das alles scheißegal ist, was die ganzen Hater sagen oder nicht, was in den letzten Monaten in Facebook über mich geschrieben wurde. Das ist mir alles sowas von scheißegal. Ja, weil ich bin ich und ihr seid ihr. Und was ihr, liebe Hater, sagt, interessiert mich kein Meter. Wenn es euch nicht gefällt, was ich zeige, dann schaut es nicht an, ganz einfach. Ja, und ich lasse mich auch von niemand mehr unterbuttern. Ja, das möchte ich mal in aller Freundschaft hier sagen, weil das, was in den letzten Monaten abgegangen ist auf Social Media, ja, also in den sozialen Medien, ja, über mich hergezogen wurde. Es geht auf keine Kuhhaut mehr. Juristisch wurde ich auch sehr enttäuscht, weil meine Anzeige ja betrifft kein öffentliches. Da muss ich mich ehrlich mal fragen, wenn man so einen Kanal hier in der Öffentlichkeit bloßstellt, ja, dann frage ich mich ernsthaft, was ist das eigentlich? Ist das kein öffentliches Interesse oder so? Tut man jetzt hier die Leute oder mich in dem Fall hier nicht mobben oder sonst irgendwas? Also da muss ich mich echt fragen, wo leben wir eigentlich in Deutschland? Wo sind wir in Deutschland hingekommen, wenn sowas, ja, überhaupt keine Rolle mehr spielt? Ja, wenn jetzt eine große Medienanstalt irgendwie blöd angemacht wird, da wird darüber berichtet und da wird vorgegangen, juristisch. Ja, hier hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, ich bin ein kleiner Kanal, ja, spielt ja keine Rolle. Schauen ja wahrscheinlich eh nicht viele zu. Ja, ich muss ja sagen, ich habe auf meinem Baustellenkanal hier, ja, habe ich über 1000 Abonnenten. Ja, und da werden bestimmt jetzt in der nächsten Zeit auch wieder einige dazukommen. Die haben alle ein Recht, das zu sehen, was ich hier zeige. Und das, was ich hier zeige, das ist ja von öffentlichem Interesse, würde ich mal sagen, oder nicht? Ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren unterbrechen. Ja, und es gibt ja einige Leute, die interessiert ja sowas auch. Ja, gerade das, was ich hier jetzt dann zeige im Hintergrund, das ist zum Beispiel, was Geschichte hat. Ja, und das muss man dann auch erwähnen. Ja, und zeigen dürfen. Und da braucht man sich nicht von irgendwelchen Hatern niedermachen zu lassen. Ich habe es auf jeden Fall jetzt erstmal aufgegeben, mich irgendwie mit Anzeigen rumzuschlagen und so weiter. Wenn, mache ich es vielleicht mal über einen Rechtsanwalt, vielleicht läuft es dann besser. Ja, aber alles andere ist mir jetzt sowas von scheißegal. Ich mache jetzt definitiv weiter, Leute. Ihr könnt auf mich zählen. Ja, und das hier ist jetzt, seitdem ich zurück bin aus Köln, das erste Video. Die ersten zwei Videos im Ahrtal waren der Auftakt. Jetzt geht's weiter. Ja, das ist hier jetzt, nachdem ich weitergemacht habe, Teil 3 von meinen Baustellenvideos.
Und Leute, ich hoffe, ihr haltet zu mir, ja, weil ich bin derjenige, der euch alles zeigt und auch alles berichtet, genauso wie die anderen, Hubert und so weiter, ja, die zeigen euch auch alles, ja, und da ist auch riesiges Interesse dran, was sie zeigen, und so ist es genauso bei mir auch. Ihr wollt ja das sehen, was ich zeige, ja, und ihr habt ein Anrecht darauf, und ich möchte meine Abonnenten nicht weiterhin warten lassen oder enttäuschen. Deswegen geht es jetzt auch weiter, egal was alle Hater sagen. Und ich kann nur an euch Abonnenten appellieren, mir zu helfen. Wenn mal wieder sowas ist, helft mir und schreibt dann einfach mal ein paar nette Kommentare rein, dass die dann irgendwann automatisch ihren Mund halten und nicht mehr wissen, was sie eigentlich reinschreiben sollen. Das wäre doch mal eine Aktion. Dann wäre uns allen geholfen, euch wäre geholfen, mir würde geholfen. Ja, und somit können wir dann echt gut weitermachen hier auf dem Kanal und auf dem Magazin, weil da ging es ja hauptsächlich drum. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns aber das hier an, Leute. Das wollt ihr wahrscheinlich eher sehen als das, was ich sage. Vorab, ich habe hier noch eine Neuigkeit, weil ich bin jetzt nicht mehr mit einem normalen Rucksack unterwegs. Der Hubert hat ihn schon gesehen in Stuttgart bei der tagelaufenden Baustelle. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gut in der Kamera sehen kann, aber das hier ist ein Streaming-Rucksack. Da passt alles rein, da ist alles gut sortiert. Ich brauche nichts mehr suchen im Rucksack. Ich muss bloß das Innere ersetzen durch Holz. Das ist alles ein bisschen aus Stoff und aus Pappe. Da bleibt meist oder ja überhaupt nicht das Zeug da, wo es eigentlich sein soll, wenn man aufhat oder wenn man mal den Arm außersehen drauflegt. Deswegen wird sich da innerlich noch was verändern. Aber wenn ihr wollt, kann ich es euch gerne mal, wenn ich zu Hause bin, auch zeigen, wie es innen aussieht. Oder ich mache es einfach mal, zeige es euch dann, wie es innen aussieht. Ja, und dann könnt ihr euch auch mal euer Urteil bilden und euer Kommentar da lassen, ob das gut ist oder nicht. Übrigens, hier an der Seite kann ich das Stativ dann festmachen, das zeige ich euch alles. Und hier auf der Seite hat es eine Tasche, wo man auch große Flaschen reintun kann. Somit brauche ich nicht immer die kleinen halbe Liter Flaschen mitnehmen, sondern kann auch mal 0,7 oder Liter Flaschen mitnehmen. Na, also von dem her gesehen, alles easy, alles top. So, aber jetzt geht es mit dem hier los, was hier hinter mir ist. Und das hat Geschichte, habe ich ja gerade schon mal gesagt, weil wir stehen hier, wo die Papierfabrik Schäufele war. Und deswegen habe ich gesagt, das hat Geschichte und das sollte man eigentlich auch den Leuten da draußen zeigen. Ja, weil wenn man mal googelt, könnt ihr ja gerne mal machen. Gebt einfach mal Papierfabrik Schäufele ein, dann wird ihr die ganze Geschichte nachlesen können, wann die eröffnet wurde und wie alt die Papierfabrik hier war. War, weil die ist geschlossen. Ja, weil immerhin die meisten Produkte made in Germany nichts mehr wert ist. So weit sind wir schon gekommen, Leute. Ja, dass unsere Produkte, wo wir in Deutschland herstellen, nichts mehr wert ist. Ja, und auch das, was ich jetzt gerade so im Hintergrund sehe, ja, hinter mir oder hinter der Kamera ist ein Maisfeld. Das könnt ihr dann sehr schön sehen. Ah ne, das könnt ihr nicht sehen, hinter mir ist ja die Baustelle. Zeige ich euch aber nachher geschwind. Das ist übrigens auch alles nichts mehr wert, ne? Was die deutschen Bauern herstellen für uns, ja, eigentlich. Ja. Aber ist eine andere Geschichte. So, wer das mal alles so sehen will, kann da gerne mal auf mein Magazin vorbeischauen. Einfach MSAB.TV das Magazin eingeben in der Suche. Und dann könnt ihr mal da durchschauen. Gibt es auch einige sehr spannende Themen, ja, und ja,
machen wir nicht so viel Werbung, sonst meckert wieder einer. Ne? Wollen wir ja nicht. So. Also, jetzt zeige ich euch, was hier hinten los ist. Ja, wie gesagt, Papierfabrik Schäufele, altes Fabrikgelände. Ja. Und das, was jetzt hier hinten war, war ein kleiner Teil, was dazugehört. Die Papierfabrik Schäufele ist übrigens da drüben. Ja, die eigentliche Fabrik. Aber das, was hier steht oder stand, das war der alte Lokschuppen von der Papierfabrik Schäufele. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Ja, Leute, jetzt stehe ich wieder hinter der Kamera. Mal ein ungewohntes Bild, dass ich auch mal vor der Kamera stehe. Aber das wollte ich jetzt einfach mal so geschwind machen. Ja, das hier war der alte Lokschuppen von der Papierfabrik Schäufele. Da ist leider schon das Dach eingestürzt gewesen. Deswegen mussten sie das jetzt hier abreißen. Und ich finde es halt immer wieder traurig, dass man sowas dann leider abreißen muss, weil sich einfach mehr, keiner mehr darum kümmert. Und wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen hoch bis zu der nächsten Einfahrt. Da wäre sogar offen, da könnte man sogar rein, aber das tun wir jetzt nicht. Ja, auch wenn ich jetzt meinen Presseausweis dabei habe. Aber auch Presseleute haben nicht das Recht, irgendwie auf eine Baustelle reinzulaufen. Ja, wie gesagt, das, was man jetzt hier sieht, sind die letzten Reste davon. Es wird alles natürlich chronologisch, sage ich mal, sortiert. Also Beton zu, also Stein zu Stein, Eisen zu Eisen. Und ich muss sagen, ihr könnt es leider nicht riechen, aber es riecht hier schon ziemlich alt. Ja, und hier steht noch ein kleiner Teil. Ich denke mal, da waren irgendwie Fenster oder so drin. Ich habe ja gedacht, die sind nicht ganz so schnell, bis ich hierher komme, aber es sind die natürlich doch relativ schneller gewesen. Im Hintergrund, jetzt sieht man, ist noch der Schornstein von der Papierfabrik und hier drüben sieht man die Papierfabrik dann noch, also einen kleinen Teil von dem riesigen Areal. Ja, und ich filme jetzt gleichzeitig fürs Magazin und das Ganze soll ja jetzt noch mit neuem Leben wieder eingehaucht werden. Ich wollte noch ausdrucken etwas darüber, weil da kam was in der Esslinger Zeitung. Jetzt muss ich bloß mal das Schweiß wegmachen. Ja, wo ich in Köln war, da habe ich was gelesen in der Esslinger Zeitung. Oder war das schon, wo ich wieder zu Hause war? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das wollte ich jetzt eigentlich noch geschwind ausdrucken, dass ich es hier noch am Ende erwähnen kann. Aber habe ich jetzt leider vor lauter Eile nicht mehr geschafft. Aber für alle Freunde vom Magazin, das hänge ich dann später, wenn ich zu Hause bin, einfach noch mit dran. Deswegen wird der Schluss dann für das Magazin einfach zu Hause stattfinden.
Und für alle hier im Baustellenmagazin, wenn die das wissen wollen, dann schaut einfach den Rest im Magazin an. Könnt ihr euch ja die Minutenzahl merken und dann seid ihr da auch auf dem Laufenden. So, also, ja, hier stehen noch einige Container rum. Ich schwenke jetzt hier nicht einfach mal auf die Container. Also steht einer von Alba, von Bosch und von der Firma Klatsch oder Klatsch. Die Firma Klatsch ist ein Schrotthändler. Ja, Bosch ist normalerweise für unseren Sprudel. Aber ich denke mal, dass sie jetzt einfach mal den Container hier bereitgestellt haben, um das Zeug abzufahren. Ja, wie gesagt, das war der alte Lokschuppen. Den man, so wie es aussieht, nie vermietet hat. Das ist echt schade, weil es gibt ja so viele Eisenbahnfreunde, die hätten sich das wahrscheinlich schon gerne gepachtet oder so. Dann vielleicht irgendwie die Schienen anders gelegt, ich weiß es nicht. Oder einfach die vorherigen Schienen genutzt. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn von euch irgendwie Eisenbahnfreunde dabei sind und welche im Sommerverein gewesen oder sind, sagen wir es mal so, nicht gewesen sind, sondern sind, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob euch so ein alter Lokschuppen gut gefallen hätte, gerade so hier für die Gegend. Würde mich gern mal interessieren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, laufen wir mal langsam, aber sicher hier an der ganzen Baustelle vorbei. Ich habe jetzt hier allerdings mein richtiges Stativ mit am Start und ich würde sagen, das hole ich dann auch gleich. Das tue ich dann auch gleich ein bisschen kürzer machen und dann kann ich euch alles zeigen. Vorab tue ich geschwind mein Mikro und mein Sender oder mein Empfänger, sonst schimpft der Peter wieder, mein Empfänger wieder in den Rucksack. Dann gibt es den Ton wieder über die Kamera. Ich habe ja festgestellt, im Ahrtal hat es sehr gut geklappt. Wenn eben dann lautere Fahrzeuge kommen, muss ich eben lauter reden. Jetzt mit dem Prügel hier in der Hand so rumzulaufen, wäre auch nicht ganz so geschickt. Ne? Deswegen durchschwind das Mikro in den Rucksack rein und dann den Empfänger auch noch kurz rein und dann geht's los. Also, bis gleich.
So, jetzt versteht man mich, ich habe kurz abschalten müssen, weil nichts kam, dass man mich versteht. Ja, so, Mikrofon, Klappe schließen. Wie gesagt, Peter schimpft meistens mit mir. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Wegen dem hat er jetzt noch nie geschimpft mit mir. Ja gut, jetzt wegen den Empfänger hat er auch nicht mit mir geschimpft. Aber wie gesagt, Leute, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, ich fahre jetzt gerade mal hier zwei Stützen ein, dass ich dann praktisch so gesehen ein Einbeinstativ habe. Dann brauche ich nicht extra das eine Stativ rausholen. So, machen wir es noch ein bisschen kürzer. So, sehr gut. So, weil so lässt sich das dann einbahnfrei wunderbar tragen. Ja, da drüben ist das Maisfeld, wo ich euch gerade gesagt habe. Ja, und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hier die Straße entlang. Also, hier haben wir die Baustelle. Hier kommt noch ein Anhänger mit Schutt. Da habe ich ja nicht gedacht, dass ich meinen Rucksack schon draufstellen kann. Aber der ist so faltenmäßig dreckig, dass das nicht geht. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie weit das Ganze rausgegangen ist. Ja, und hier gab es dann noch einen Gehweg dran vorbei. Also das Ganze ist jetzt langsam Geschichte. Wir gehen jetzt gleich auf die andere Straßenseite. Weil hier kann man ja nicht auf dem Gehweg weiterlaufen. Wegen dem Bauzaun. Und deswegen gehen wir jetzt einfach auf die andere Seite. Und da ist auch ein bisschen Schatten. So, schauen wir mal. Da kommt noch eins. Wie das durch ist. So, gehe ich mal schon drüber. So, jetzt halte ich mal einfach die Kamera so, dass ich mich jetzt dann nicht so. So, jetzt hat mich. Ist auch für mich ein bisschen besser zu sehen vom Licht her. Ja, hier drüben sieht man nochmal die Container, wo ich gesagt habe, Alba und Klatsch. Und jetzt kommen dann zwei Bagger. Zum Eins oder zum in die Kamera. Ich glaube, das müsste die Firma Face sein. Und da hinten der grüne ist der Container von der Firma Bosch. Hier in Lenningen. Ja, mal schön ein bisschen Werbung. Wenn man einen guten Apfelsaft trinken will, kauft mal den Lenninger Apfelsaft von der Firma Bosch. Der müsste eigentlich in jedem gut sortierten Getränkemarkt geben. Ja, und das hier ist so gesehen der Rest, was noch hier steht.
Und so wie man sieht, waren da doch keine Fenster drin, sondern es war komplett gemauert. Aber wahrscheinlich haben wir das so gebaut, um eben dort so stabil wie möglich zu bauen, denke ich mal. Ja, und so sieht es jetzt hier gerade im Moment aus. Ne? Also sehr viel steht nicht mehr. Ich denke mal, das ist die nächste Geschichte hier. Ist traurig, muss ich ehrlich sagen, weil ich zeige euch gleich noch im Anschluss, das was noch alles, was sie jetzt schon alles vermietet hatten oder haben. Na, dass man sowas jetzt hier eben nicht vermietet hat früher. Ja, hier sieht man noch ganze Kabeleinheit und so weiter. Ne? Ich denke mal, da waren auch irgendwelche Türen noch dran. Weil das wird ja nicht so offen dargelegt worden sein. Wenn das jetzt hier rechts von mir das eigentliche Firmengelände von der Papierfabrik nicht bewacht wäre, könnte man sagen, könnten auch Los Placid Firmen mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber leider ist das Ganze hier bewacht. Da gibt es immer noch einen Pförtner, der da hockt. Obwohl die Firma zu ist. Ja, hier sieht man nochmal den Container von der Firma Busch. So, jetzt gehen wir gleich mal auf die Straße, über die Straße. Ich habe jetzt heute den Sonntag mit Absicht gewählt, weil das sind wesentlich weniger Autos hier. Am Werktag hätte man hier nicht so leicht und locker über die Straße gehen können. So, ich stelle mal die Kamera hier kurz ab, weil ich muss mal wieder kurz was für meinen Schweiß tun. Also wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Wir sind die Loks früher reingefahren. Geradeaus, wahrscheinlich einfach nur zum Abstellen, denke ich mal. Und links rüber in den Lokschuppen. Hier gibt es noch ein paar Schichte, wahrscheinlich für Diesel. Weil man hier wahrscheinlich Diesel, oder man hat hier Dieselfahrzeuge abgestellt. Weil die Strecke hier bis Kirchheim ohne Strom ist. Das heißt, hier fahren nur Dieselfahrzeuge. Hat die Bahn leider immer verschlafen. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Teilen, die hier vermietet wurden. Also das Ganze gehört hier auch dazu. Also die ganzen Garagen hier, die sind alle vermietet. Seht ihr, da steht ein Auto, da steht ein LKW. Also alles
vermietet. Und wir laufen jetzt einfach mal hier ein bisschen entlang. Man kann es ja noch lesen hier. P2 Parkplatz, Kurzparker. Ja. Ja, und das hier ist auch vermietet. Machen wir mal ein bisschen Werbung dafür. Nämlich Petra Automobile, neue und Gebrauchtfahrzeuge. Also, wir haben hier neue Tore reingebaut anscheinend. Also das hier ist schon mal alles wieder auch vermietet. Ob die Firma jetzt hier auch ist, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Sehen wir aber. Aber was hier ist, ja doch, Autopflege ist hier. Nämlich hier. Mit Reifenservice. Also wer hier dagegen wohnt, dann kann man seine Reifen wechseln lassen. Das sieht man auch gleich hier. Hier oben. Ja, hier sind noch alte Wohnhäuser. Haben wahrscheinlich auch mal wieder ein paar Arbeiter gehört damals. Heute wohnen aber normale Leute drin. Also schon lange keine Mitarbeiter mehr. Aber ich denke, das war auch schon vor Jahrzehnten so, dass die normal vermietet wurden. Ja, hier drüben ist die Pforte. Da ging es auch rein mit den Schienenfahrzeugen. Zu der Papierfabrik. Ja, wenn wir jetzt mal hier runter gehen, sieht man, das geht noch ein ganz Stück weiter. Also da unten sind so, ja, sag ich mal, Fadenmasten. Nach den Fadenmasten hört das Gelände auf, beziehungsweise fängt an von hier. Kommt drauf an, von welcher Seite man kommt. Also wenn wir jetzt da runterlaufen, hört es da unten auf. Wenn man von der anderen Seite kommt, fängt es an. Ne? So. Ja, und das Ganze hier war die Papierfabrik. Ja, die Landwirte sind schwer in Aktion. Die sind zeitlich hinterher. Ja gut, das hat jetzt eigentlich so gesehen nichts mehr mit dem Baustellenmagazin zu tun, aber ich lasse trotzdem mal laufen. Dann wissen das die anderen auch. Also das alles hier war die Papierfabrik Schäufele. Und wer sich ein bisschen auskennt, und die Fabrik kennt, der weiß das. Laufen wir hier natürlich, oder laufe ich hier natürlich in der prallen Sonne. Aber da kann ich jetzt so gesehen auch nichts machen. So, jetzt muss ich bloß mal geschwind die Hand wechseln. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Thank you.
Ja, hier kommt das nächste Schild. Aber das kann man hier auf der linken Seite auch gut lesen. Und vor allen Dingen gibt es hier ein bisschen Schatten. So, also Parking 1, das Ganze steht auch auf Englisch drauf. Und für alle, die Englisch nicht mächtig sind, hier oben steht es auch in Deutsch. Also B1 Parkplatz, Verwaltung, Betriebs. Angehörige und Besucher. Ja, und das ist der Parkplatz hier. In der Papierfabrik Schäuble. Stehen jetzt von der Firma natürlich nicht mehr allzu viele Fahrzeuge hier. Ich denke mal, dass viele auch wahrscheinlich bloß ihre Fahrzeuge hier abstellen. LKWs und Anhänger werden natürlich hier auch abgestellt. Ist ja klar. Da hinten steht ein LKW. Und da vorne steht noch ein Anhänger. So. Gut, dann gehen wir wieder auf das Gebäude hier. Ja, hier kommt jetzt ein Übergang, wo die von der Fabrik in das Bürogebäude können. Geht allerdings alles unter Denkmalschutz. Das heißt, was jetzt kommt, darf nicht abgerissen werden. Das hier. Das steht nicht unter Denkmalschutz. Das wurde alles viel, viel später noch dazu hingebaut. Wenn ich was Falsches sage, dann unterbrecht mich bitte und schreibt bitte das korrekt in die Kommentare. So, ich würde sagen, ich laufe nicht bis Ende von dem Eck, von dem Gebäude hier, weil hier ist gar so schön Schatten. Sondern ich nutze den Schatten und bleibe einfach mal hier stehen. Weil hier vorne endet das Gebäude schon wieder. Also das ist der alte Komplex. Und das, was man da drüben sieht, das wurde mal noch angebaut, aber ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren. Hier hat man vor ein paar Jahren noch die das Ganze hier erneuert am Gehweg, weil das alles abgebrochen ist. Und dass hier nichts passiert, hat man das Ganze hier kurzfristig gesperrt für den Verkehr und hat das alles neu gemacht. Dass das alles wieder top aussieht und dass nichts passiert. Ja, und heute ist logischerweise alles leer. Also ich sehe jetzt hier drin auch, ich kann ja ein bisschen durch die Fenster spiegeln. Keinerlei Maschinen mehr drin. Weil da konnte man früher nie so durchgucken. Weil da lauter Maschinen gestanden sind. Aber mittlerweile kann man hier richtig schön durchschauen. Das heißt für mich, hier ist alles leer. Wie es natürlich im ersten oder zweiten OG aussieht, weiß ich nicht.
da kann ich leider nicht reinblicken. Das sind auch blicksichere Fenster, also Milchglasfenster. Kann ja ein Mäulchen drauffüllen. Ja, so sehen die Fenster aus. Ja, und ihr seht ja auf dem Bild auch, dass man hier gut durchschauen kann. Und früher hat man das überhaupt nicht gesehen. Da hat man die hinteren Fenster nicht mehr gesehen, weil da einfach Maschinen standen. Natürlich von je nachdem, welcher Seite man gestanden ist, wo man jetzt direkt von vorne in die Fenster reingeschaut hat, hat man natürlich das andere Fenster gesehen. Aber wenn man jetzt so schräg reinschaut, dann hat man die Fenster eben nicht gesehen. Ja, was das so schräg hinten ist. Ja. So. Die haben sogar einen eigenen Teich gehabt. Der ist logischerweise aus, weil die Firma existiert ja nicht mehr und da brauchen wir auch kein Wasser mehr laufen lassen. Ja. Ist schade, verfällt natürlich jetzt alles. Ne? Hier kommen jetzt ganze Rinden auch runter vom Baum. Ne? Hier haben wir übrigens schon zwei von den alten Bäumen hier gefällt, gleich vorne am Anfang. Fand ich echt schade. Ja. Ich sag nur eins dazu. Wenn man keine Baumpflege macht, ja, muss man sich auch nicht wundern, wenn hier mal Äste oder so runterkommen. Und da muss man halt eben mal öfters mal Baumpflege machen und dann eben so alte Bäume stehen lassen. Ja. In Stuttgart, wenn ich das mal hier so einwerfen darf, hat man sich aufgeregt, weil man entweder Bäume umgefällt hat oder, also gefällt hat oder die Bäume umgesetzt hat, hat man sich aufgeregt. Das geht ja nicht und so weiter. Na, alte Bäume und so. Hier sägt man alte Bäume um, kein Schwein interessiert es. Nur mal so viel zum Thema. Na, weil ich habe jetzt noch nie was gelesen, auf rund um die Tech oder auf der Lenninger Seite in Facebook, dass sich hier irgendjemand aufgeregt hat, dass hier zwei Bäume von den alten Bäumen umgesägt wurden. Ja, finde ich echt eine Granatensauerei. Und das, was unser Bürgermeister hier von Lenningen manchmal vom Stapel lässt mit seinen ganzen Plänen und so weiter, ist aber so eine Sauerei, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ja, öfters mal eine Baumpflege machen, da sagt ja auch bestimmt jeder Gärtner, ja, weil schaut euch mal, wie die Bäume aussehen, die sehen echt so toll aus. Und man kann es ja überprüfen, wie sehen die Äste aus, muss man sie fällen oder muss man sie nicht fällen. Wenn man sie fällen muss oder auch absägen muss, dann muss man sie absägen. Dann brauchen wir aber deswegen noch lange nicht den ganzen Baum hier umsägen. Nur wegen ein paar Äste, die vielleicht morsch sind. Ne? Aber dazu muss ich sagen, die Bäume stehen noch so im Saft. Ja? Also das mal nebenbei bemerkt, da finde ich es doch schon echt eine Schande, dass man solche Bäume umsägt. Und vom Stamm her, wenn ihr mal hier seid, schaut euch mal die Bäume an. Die Bäume sind so zu am Stamm, das glaubt ihr gar nicht. Na, also da kann gar nichts passieren. Na, da habe ich in Stuttgart im Schlosspark schon andere Bäume gesehen. Da hat man Eisenrohre reingemacht, um eben die Bäume noch zusammenzuhalten am Stamm. Ne? So, nur mal nebenbei bemerkt. Ne? So, gehen wir mal ein Stück weiter. Ja, hier stehen auch nochmal zwei Fahnenmasten und hier stehen Tannen rum, also wirklich alles